Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von MotoFuzzi. Heute sind wir nochmal bei Navarro Hermanos hier in Malaga, Vertragshändler für Yamaha und auch Peugeot. Und wir haben die große Freude, da habe ich mich schon sehr lange drauf gefreut, jetzt diese neue Peugeot 400 Probe zu fahren. Das Lustige ist wieder mal, oder ihr werdet es mir wahrscheinlich gleich mit einem Daumen runter danken, ich habe von dem Ding überhaupt keine Ahnung. Das ist jetzt super spontan, weil der Händler hat gesagt, er hat keine Ahnung, wann er den und ob er den bekommt. Ich habe ihn jetzt hier, ich fahre ihn einfach, ich teste ihn für euch wie immer. Aber von den anderen Daten habe ich jetzt erstmal keine Ahnung. Ich weiß, das ist nicht so schön für mich, aber besser als gar nichts, denn ich kann mich jetzt nicht groß vorher informieren. Ich steige einfach auf und sehe, wie das Ding fährt. Der erste Eindruck, wenn man aufsteigt, er fühlt sich schon wieder etwas breiter an, der Sitz. Ja, wie so ein Pferd habe ich auch wieder den Eindruck, wie bei der X-Max, glaube ich, kam mir das so vor. Aber auf den Boden komme ich gut, aber auch nicht mit beiden Füßen vollkommen komplett, sondern eher so mit dem Ballen. Wir haben einmal den Tagfahrlicht und wir haben normales Abblendlicht hier. So, also der erste Eindruck, der Motor hört sich irgendwie so an wie von diesem Dreirad. Ich weiß nicht, ob das, nee, das ist nicht der gleiche Motor, oder? Der ist etwas kleiner hier. Aber so vom Sound und so hört das sich alles genauso an und tuckert auch so ein bisschen im Stand. Ist ein anderer Sound als X-Max und Honda Forza, das wollte ich nur sagen. So, von den Bedienelementen macht alles einen normalen Eindruck. Nicht irgendwie billig oder so. Aber vom Sound klingt er unwahrscheinlich wie der Dreirad Metropolis Roller. Okay, das ist jetzt auch neu. Ich mache den Seitenständer runter normalerweise. Schaltet er, sollte er sich ausschalten? Auch ein neues Verhalten, was ich jetzt persönlich nicht kenne. So, mir ist gerade die Batterie ausgegangen, obwohl sie noch gar nicht leer war, richtig. Jetzt muss ich sehen, ob ich noch genügend Batterien habe, um diese Probefahrt für euch abzuschließen. Hier fahren wir noch ein Stückchen. Also in den Kurven macht er auch eine gute Figur. Kann ich nicht meckern. Lässt sich leicht durchleiten.
und würde ich mal sagen, ist alles okay. Eine kleine Bremsung hier noch machen. Oh, sehr starke Bremswirkung vorne und hinten. Natürlich hinten wieder mal kommt das ABS dann rein. So, hier ist er jetzt, der Peugeot XP400. Und bitte verzeiht es mir, wenn ich die Roller und die Motorräder manchmal der oder die nenne. Manche regen sich auch darüber auf. Sorry, falls ich es nicht nach eurem Geschmack ausspreche. So, also der XP400, angeblich 400 Kubik laut der Peugeot Website, fast 37 PS. Da habe ich mir schon wieder fast gedacht, fühlt sich für mich jetzt so als 30 PS an. Aber wenn wir überlegen, der hat 231 Kilo. Ich glaube, dass der um einiges schwerer ist als ein Forza oder als ein X-Max, oder? Täusche ich mich da? Also 231 finde ich schon ziemlich viel. Und vielleicht deshalb machen sich dann diese 37 PS auch nicht so bemerkbar. Fühlt sich eher wie 30, 31, 32 an. Ist jetzt nur so mein Gefühl. Ansonsten muss ich euch sagen, vom Aussehen her wieder ein Fahrzeug, was ich mir sofort kaufen würde, finde ich ganz schick. Besonders dieses kurze Stummelheck hinten finde ich ganz, ganz schick und ganz, ganz sportlich. Ansonsten auch die ganzen Materialien, alles macht einen hochwertigen Eindruck. Kostenpunkt liegt bei, ach, was habe ich gesehen, 8.400, also um die 8.600 schätze ich mal auf der Straße. Ist auch schon wieder eine ganz schöne Ansage. Und also von den Materialien und so weiter würde ich sagen, auf jeden Fall ja. So, weiß ich, Display, Instrumente und so weiter, auch ja. Von der Leistung her jetzt persönlich, weiß ich jetzt nicht so richtig. Machen wir nachher nochmal einen kleinen Test und schauen mal. Jetzt kommen wir erstmal zu den Bedienelementen, Display und Stauraum. So, auf der linken Seite haben wir dann erstmal, also links und rechts haben wir natürlich diese Handschutzgeschichten. Finde ich auch sehr schön, dass das standardmäßig dabei ist. Dann haben wir den Bremshebel für die Hinterradbremse, vierfach verstellbar, auch eine tolle Sache. Dann haben wir hier vorne einen Exit-Schalter, der hat mehrere Funktionen, den muss man irgendwie länger drücken. Ich weiß nicht, ob ich das euch alles zeigen kann, das ist sehr umfangreich und man muss sicherlich erst die Bedienungsanleitung lesen. Dann haben wir hier den normalen Lichtschalter für Fernlicht, Abblendlicht und hier auch mal Lichthupe. Dann haben wir hier den Blinkerschalter, ganz normaler Blinkerschalter. Darunter haben wir die Hupe. Also rechts haben wir den Bremshebel für die Vorderradscheibenbremse, auch einstellbar. Wir haben einen Select-Schalter hier vorne wieder fürs Display. Dann haben wir nochmal einmal Tagfahrlicht und einmal Standard-Abblendlicht. Hier haben wir den Schalter für die Warnblinkanlage und hier haben wir den Starterschalter. Dann haben wir hier noch in der Mitte den, da wir ja auch Keyless Go jetzt haben, haben wir hier den Wahlschalter zum Verriegeln, Einschalten, Drücken und so weiter. Und das ist alles hier erstmal für die Bedienelemente. Ach so, hier etwas versteckt haben wir noch, kann ich euch hier noch zeigen. Hier ist einmal der Schalter für den Kraftstofftank. Das ist hier und rechts zum Sitz öffnen. So, Staufächer. Vorne haben wir leider gar nichts. Das ist schon mal sehr schade. Da haben wir nur ein Staufach hier. Da passt aber ein kleines Telefon, hat mir der Verkäufer gezeigt, rein. Also hier geht es ein bisschen nach hinten. Wo ist es denn hier? Sorry. Hier. Da geht es ein bisschen nach hinten rein. Also wenn man ein kleines Telefon hat, dann kann man das was reinstecken und das ist sogar verriegelbar und ist auch wasserdicht hier, wie ihr seht. Da kann man also was reinpacken und es verschließt sich dann wieder, wenn man den Roller praktisch verschließt. So, ich mache hier den Schlüssel wieder rein. So, und dann kommen wir noch zum Kofferraum hier. Da ist leider nicht so viel Platz, ja, weil der halt so ein kleines Stummelheck hat hier, würde ich mal sagen. Es passt ein Integralhelm. Meiner ist ein Shark Spartan Größe M. Wenn ich den andersrum reinpacke, ich werde euch mal das Foto zeigen, da passt der rein. Also ein Integralhelm müsste aber auch wahrscheinlich ein bisschen kleiner sein, so wie meiner. Dann passt da rein. Ansonsten wird es wahrscheinlich auch schon wieder problematisch. Sonst haben wir hier weiter nichts. Hier kann man noch ein bisschen, ist noch ein bisschen Ablagefläche.
Weiter ist hier nichts und ich glaube, hier ist auch keine Beleuchtung. Ne, Beleuchtung scheint hier auch nicht zu sein. Diese Farbe heißt übrigens Shark Grey. Das steht hier noch drin. Go! Dann kommen wir noch schnell zum Fazit hier. Peugeot XP 400. Auf jeden Fall für mich persönlich, für das Äußere ein Augenschmaus, gefällt mir sehr gut. Wie gesagt, auch das Heck gefällt mir sehr gut. Sehr sportlich, sehr kurz gehalten, aber trotzdem ausreichend Platz für zwei Personen. Leider nicht so viel Kofferraum dann. Ansonsten fahrleistungstechnisch, ja, fährt sich alles gut, auch kurvenmäßig. Für mich persönlich muss ich sagen, hat sich eher ein bisschen nach weniger PS angefühlt, wahrscheinlich durch sein Gewicht, weil er eben etwas schwerer ist. Was mir aufgefallen ist, der Seitenständer schaltet nicht den Motor aus, finde ich ein bisschen merkwürdig. Vielleicht ist das auch nur ein Fehler, aber das Ding hier, wie gesagt, ist ganz neu, keine Ahnung. Das weiß ich nicht, werde ich dem Händler nochmal sagen. Ansonsten rund 8.600 Euro, der Preis ist auch natürlich auch schon ganz schön happig, ist aber ja auch wohl wieder ein europäisches Produkt. Aber so von der Verarbeitung und so hat mir alles sehr gut gefallen. Was ich gerade sehe, Speichenräder, ja, habe ich auch an meiner XADV, wäre ich jetzt nicht so, sieht zwar schick aus, aber wäre ich jetzt nicht so begeistert, das unbedingt zu kaufen, weil man da sehr viel putzen muss. Ich denke mal, das ist erstmal alles hier, mein kurze Probefahrt mit der XP 400. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war euer Motofuzzi. Bis dann. Ciao, ciao.